Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die John Bello Story 2 Deluxe Edition von Cool Savage. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. John Bello Story 2 von Cool Savage, das Ganze aus dem Jahr 2008. So sieht das Ganze aus. Es ist keine Box, sondern wie gesagt eine Deluxe Edition. Wir haben hier einen schwarz-grauen Rahmen. Oben lesen wir Optic Records präsentiert Cool Savage. Dann mittig hier im Hochformat in diesem roten Licht hier Cool Savage abgebildet. Dann haben wir das Logo von Optic Records, das Label, das es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Und dann lesen wir hier John Bello Story 2 Deluxe Limited Edition. Also es ist der zweite Teil der John Bello Trilogie. Auf der Seite haben wir dann nochmal das Optic Records Logo. Und hier lesen wir dann wieder Interpret plus Albumtitel. Rechts ist das Ganze rot. Unten sieht das Ganze dann so aus. Und auf der Oberseite so. Wir schauen mal hinein. Lässt sich hier ganz einfach aufklappen. Und bevor wir weitermachen, haben wir hier mal ein erstes kleines Highlight des Artworks. Und zwar lesen wir hier Bello Order. Welcome to the new Bello Order. Und was haben wir hier? Optik Scientology, wir ficken deinen Kopf. Okay, gut, das Ganze in Rot und Weiß gehalten, lässt sich dann hier aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal dabei ein Poster. Dann haben wir hier einen kleinen Infozettel, so einen Tourflyer zur John Bello Tour 2009. Und dann haben wir das Artwork, also das Booklet des Albums. Gut, dahinter ist dann dieser gute Mann hier zum Vorschein gekommen, das Ganze hier so im Hochglanz, auch hier wieder alles in Rot gehalten. Hier oben lesen wir noch Johnny Bellosconi, dann haben wir Cool Savage abgebildet mit verschränkten Armen und hier unten dann die Stecktasche, wo das Ganze dann Platz gefunden hat. Dann haben wir hier drei CDs mit dabei, beziehungsweise zwei CDs und eine DVD. Wir starten aber mit dem Booklet und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist das eigentliche Cover von John Bello Story 2. Bedeutet, wenn ihr das Album kauft, jetzt nicht hier in dieser Deluxe Edition wie ich, sondern im regulären Album, dann sieht das Albumcover so aus. Wir haben hier John Bello Story 2 und dann lesen wir hier, wer da alles beteiligt ist. Und das ist echt eine Menge. Also wir haben hier unfassbar viele Features. Wir haben hier Features von Amar, Urchandise, Mo Mitchell, Caput, Frankie Kubrick, Igor, Chifuzi, DJ Sergey, Oli Banjo, Amaris, Lars Unlimited, Motrip und Cars und Beats natürlich unter anderem von Mel Beats. Gut, so sieht das Ganze von hinten aus. Wir haben hier Essa mit Fahne, The New Bello Order, dürfte hier wohl draufstehen. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Wir haben hier auf der ersten Seite mal die ersten drei Tracks, die sind hier immer so angeordnet und hier kann man dann nachlesen, wer den entsprechenden Track produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Sehr schön. Das Booklet hier in diesem schwarz-rot gehalten mit dieser weißen Schrift, sehr schöne Farbkombination. Und wir sehen hier, wurde wirklich jeder einzelne Track aufgeschlüsselt, wer war daran beteiligt. Kann man hier wunderbar nachlesen und das Ganze wieder unterlegt mit schönen Fotos. Hier haben wir Cool Savage in einem wunderschönen Sportwagen, dürfte wohl ein Porsche sein, so sieht das aus. Dann haben wir hier noch eine riesenlange Danksagung, also könnt ihr euch gerne hier kurz anhalten das Video und im Detail durchlesen. Hier geht es dann weiter mit den Credits zum Album. Dann kommen wir zu den weiteren Tracks. Hier wohl Open Air Konzert. Dann der Beweis 2 Mammut Remix. Da waren ja unfassbar viele Rapper drauf. Kann man hier alle sehen. Weitere Tracks und weitere Fotos. Und was wir hier dann sehen, wir haben hier dann auch schon die Bonus Tracks. Also wir haben auf dem regulären Album 14 Tracks.
Dann haben wir auf der Bonus-CD 7 Tracks und das sind eben jetzt die hier. Geht hier dann los mit Track 1, 2 und 3. Deswegen steht auch hier dann Bello extra. Dann haben wir hier Track 4, 5, 6 und 7, womit wir auf insgesamt 21 Tracks kommen. Und auf der letzten Seite haben wir dann hier noch den Inhalt der DVD. Also wie wir hier sehen können, beinhaltet die DVD das Video zum Track Krone. Dann haben wir hier ein Postergemälde Cool Savage Format DIN A2. Also das dürfte nicht auf der DVD sein, sondern das haben wir natürlich hier in dieser Stecktasche vorgefunden. Dann haben wir hier ein Making-of-Video von Beweis 2 Mammut Remix und dann noch hier Cool Savage Live Splash 2008. Also das alles auf der DVD. Hier dann zum Abschluss nochmal die Album-Credits. So sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir, wie gesagt, die drei CDs. Das hier ist CD Nummer 1, in diesem Fall die Album-CD mit 14 Tracks. Bello Time lesen wir hier. So sieht das aus. Und hier lesen wir dann oben auch noch, nicht nur, dass das durchnummeriert ist mit 1, 2 und 3, nein. Hier lesen wir dann auch noch Enter Bello Land. Dann haben wir CD Nummer 2. Hier steht dann Bello Extra und das Ganze ist dann hier betitelt mit Bonus Brainwash. Und dann die DVD, in diesem Fall Nummer 3, nummeriert und hier lesen wir dann Kopf gefickt. Also, das hier die DVD, die Bello Live DVD. So sieht das aus. Dann haben wir diesen Tourflyer, diesen Infozettel. Hier lesen wir Cool Savage John Bello Tour 2009. Und hier unten, es waren recht viele, deswegen ist es etwas klein gedruckt, haben wir die ganzen Tourstops. Also hier in diesen Städten, an diesen Orten hat die Bello Tour 2009 stattgefunden. So sieht das von hinten aus. Man konnte hier scheinbar einen exklusiven John Bello Racer gewinnen. Also hier so ein Moped, so ein Mofa. Sehr schön. Und dann haben wir auch noch mit dabei ein Poster. Und zwar im Querformat das Ganze. So sieht das aus. Wir haben hier Cool Savage, wie man ihn kennt, vor seiner Lieblingsautomarke, in diesem Fall vor einem Porsche. Es dürfte ein 911er sein, wenn ich mich nicht täusche. Und das Ganze ist in so einem speziellen Stil gehalten. Das ist kein reguläres Foto, sondern es ist mehr so ein, sieht so aus wie mit Wasserfarben gemalt oder wie so ein Gemälde. Sehr schön gemacht. Und dieses Poster ist einseitig bedruckt. Also Rückseite ist blank weiß, wie ihr seht. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zurück ins Cover. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier schon leicht eingerissen. Also auf der rechten Seite ist das eingerissen. Ja, leider passiert. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir die CD Nummer 1, das ist die Album-CD mit insgesamt 14 Tracks. Dann die Bello Extra CD, also CD Nummer 2 mit 7 Tracks, womit wir auf insgesamt 21 Tracks kommen. Und dann haben wir noch die DVD mit den Inhalten live, die Aufnahmen vom Splash 2008, das Video von Krone und dann noch dieses Making-of vom Mammut Remix. Ja, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition von John Bello Story 2 von Cool Savage. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Deluxe Edition? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cool Savage unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.